Ich glaube, es ist Zeit für einen neuen Zodiac Run. 29.995 Attempts habe ich einfach schon auf fucking Zodiac drauf. Nur durch ein paar Practice Runs. Aber ich glaube, sein Circlet ist ein bisschen scheiße. Was sagt Maxi? Was ist? Und nur 9%. Du weißt, dass es ein unfassbar schweres Level ist und dass ich nur Practice Runs spiele. Ich will sehen, wie du mehr bekommst. Also wie gesagt, ich spiele eigentlich gar keine Normal Tens. What the fuck? Oh mein Gott, das war so schlecht getimed. Ja, ich dachte, du bist gut. Ich bin für mein Investment gut. Würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt wie Fessen. Ja. Kann ich eine Frage zu einem Crit? Außerdem, ich glaube, du verstehst nicht, was der Unterschied zwischen gut und unmöglich ist. Weißt du, das Level, was ich geschafft hatte, war für 2015 das, oder 14 das schwerste Level im Game. Und das Level hier ist unvergleichbar viel schwerer. Ich hasse diesen Green Jump Off. Dieses Green Jump Off. Ich spiele einfach in der Villette mit Dogshit zusammen, um die schlechten Charakter wegzubekommen. Kann ich gleich nochmal eine Frage stellen? Ja, mach. Okay, warte. Hat Fessen das schon gespielt? Fessen, hast du schon mal Dings probiert? Zodiac. Oder bist du im Call? Fessen? Er will Crit Damage. Nee, wann ist er geliebt? Crit Rate Circlet, oder? Er war doch mal da. Ich glaube, Fessen hat es aber nicht gespielt. Und nur, dass es weiß, das Level, das Fessen gespielt hat, das Extreme Demon und die Insane Demons. Das Insane Demon, das er gespielt hat, ist viel leichter als das Level, das ich gestopft habe. Und das Level, das ich geschafft habe, ist nochmal viel leichter als dieses Level hier. Wir könnten auch noch zwei Schritte dazwischen machen. Es gibt ein Level, das ich gerade noch spiele. Also ich habe Bloodbath geschafft. Bloodbath ist viel schwerer als das Level, was Fessen damals geschafft hatte, wo ich gedacht habe, so 2500 Attempts ist insane. Dann ist das Level, was ich gerade derzeit davor gespielt hatte, so Digital Descent, viel schwerer als Bloodbath. Und Zodiac ist nochmal viel schwerer als Digital Descent. Nur dass du mal weißt, wie schwer das Level ist. Falls es überhaupt... Also ich weiß nicht, ich kann es immer noch nicht gut darstellen. Es ist unfassbar böse, das Level. Also wirklich. Das ist aber noch nicht das erste Frosch, was ich sende. Ich sende dir mehrere und du sagst mir, welches Circle davon am besten ist. Die sind aber alle Offset, aber das ist ja egal, weil... Naja, ich habe ja erst schon Goblet Onset. Ja. Mann, Pillar Defense, sogar in dem Imaginary im Viertel. Ja. Ah, das Pillar Defense aber ist voll. Ich brauche kurz Krümmel davon. Trauma von Pillar Defense. Bei wem hast du es nochmal so Trauma bekommen? Ich glaube bei Sakobi. Ach so, true. Ja, also hier ist es. Ich hoffe, die sind irgendwie brauchbar. Also ist es so Top 1%. Es ist von allen Sachen Platz, also von allen Level, die es gibt, die geratet wurden, ist das hier Platz 54. Es war auch für ein Jahr lang Platz 1. Aber die Schwierigkeit wächst exponentiell zu, wie schwer die Level sind. Das heißt natürlich, die jetzigen Platz 1 sind nochmal viel, viel, viel schwerer als das Level hier. Aber das hier ist auch viel, viel, viel schwerer als frühere Platz 1er. Ich will einen Sans, dann wäre er perfekt. Der Levy will auch IM Sans, oder? Was ist doch, soll dir sagen, welcher von denen am besten ist? Ah, als ob ich das verkackt hab, das kann nicht sein. Er will das war Crit so ein Damage, schöner Lauf. Und okay, Crit Rate. Oder gehe ich da lieber auf IM? Warum fragst du mich überhaupt? Welches von den drei Decks ist das beste? Ja. Das dritte. Ja, tatsächlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel IM ausmacht. Aber dann nehme ich lieber... Er scaled mit IM und seine Reaction-Scalen von IM sehr stark.
Man spielt ihn in Hyperbloom, oder? Quick Bloom. Ja. Das heißt, ich spiele ihn nach Quick Bloom ist einfach Hyperbloom mit such F Terms. Also spiele ich ihn, Nahida, Huki und ja, okay. Den Wasserfernfeuer oder Jeff was? Und Furina, theoretisch, aber. Ja, aber ohne Furina. Geht auch Yelan oder Xingqiu. Aber mit Xingqiu, also ich brauche nicht zwingend Yelan für das Team, oder? Das macht es besser, aber Xingqiu ist in dem Team kein großes Downgrade. Also Maxi, wenn du von allen Leveln fragst, wie schwer ist das Level von allen Rated Levels? Es ist weitaus über Top 1%. Also Platz 54, du kannst ja nachschauen, wie viele Rated Levels es gibt, aber du weißt, dass halt nicht jedes Level darauf abzielt, nur möglichst schwer zu sein. Aber ich sag, deutlich weniger als 1% der Community hat Zodiac geschafft. So, das Level ist insane schwer. Oh mein Gott. Du müsstest wirklich Geometry Dash gescheit gespielt haben, um zu fassen, wie schwer dieses Level ist. Bei Elhaven levelt man nur seine E oder auch seinen Normal Attack. Oh mein Gott. Alles. Alles? Ja. Alles, ja. Aber alles ist auch nicht allzu wichtig. So. Reaction Damage carried. Also denkst du 8... 1, 8, 1 reich? Nein. Weniger. So 6, 8, 6 wäre mindestens. Wobei ich glaube, Skill ist nicht mal. Actually, was ist das, was so diese komischen Mirrors macht bei den Normal Text? Ist es der Skill oder zählt das zum Normal Text? Der Skill. Ja, okay, dann ist Skill schon wichtiger. Okay, das. Der Skill ist das Wichtigste. Macht Elhaven viel Damage von sich selber aus. Er ist der zweitbeste. Er war erst von manchen Leuten als der zweitbeste DPS eingeschätzt und allgemein in der gleichen Tier wie Guter und sowas. Ja. Das klingt doch gut. Ja, aber Damage macht er nicht so viel. Weil der in Hyperbloom gespielt wird und der Hydro macht noch viel und. Ja. Wie viel Damage denkst du, macht er so? So über eine Rotation oder was? Mhm. Wahrscheinlich so eine halbe Million. Kommt halt aufs Team drauf an. In Hyperbloom deutlich weniger als in Quicken. In Quicken wahrscheinlich so, keine Ahnung, eine Million. Und dann Hyperbloom hat halt weniger Quicken-Uptime. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, also was ist jetzt deine Stärke? Einfach das war viel Dendro-Pleit oder was? Ich check's überhaupt nicht. Ich check ihn nicht. Er ist so. Er macht halt ziemlich viel Damage und Dendro Application. Er ist so halb Support, halb DPS. Naja, von dem vielen Damage habe ich noch nichts gemerkt. Schade. Ja, wahrscheinlich ist er bei dir auch nicht wirklich so hoch gelevelt. Level 80. Oh, ja, 90 ist bei dem schon wichtig. Echt? Ja. Ja. Ich würde mal so denken, 15% Damage Increase. Aber meine Waffe ist auch nicht gelevelt. Oder wie viel macht's eigentlich so bei solchen Charakteren aus, wie Alhaven? Level 90 zu 80. Ich hätte gedacht 15 in etwa, aber ist nur abgeschätzt. Ja, 15 bis 20. Naja, was sagt ihr, wie viel macht er, sollte er mit seinem Normal Attack machen? Ja, was wenn für ein Normal Attack? Wenn er die I hat. Also du meinst den Regen da? Ja, ja. Oh mein Gott, was ist das? So etwas über 100k. Also nicht pro Hit, aber so zusammengerechnet. Okay, bei mir macht dieser Regen so 20k. Schade. Aber ich spiele ihn gerade auf Solo einfach. Ja, Digga. Ja. Das macht sehr viel aus. Er klaut meinen ich Kollegen. Quick Knapp Time. Hüt gibt's Backshots. Ah ja, hallo Profi-Enter. Frosch, Profi-Enter will mir Backshots geben dafür, dass ich dich klaue. Geil. Heute gibt's Backshots. Sorry, Bro. Du kannst doch auch dem Call joinen, wenn du willst, Profi-Ernter. Ich glaube, er ist nicht mal mehr im Discord. Was? Geliefert? Oder nie eingeladen worden? Keine Ahnung. Ja, komm. Ich lade ihn gleich ein. Ah, was?
Wait, sorry. Hier, ich hab dir einen Invite geschickt. Warte, sag noch mal kurz Elhaven, Team Elhaven, weil ich schau mir. Elhaven. Okay. Dann Nahida und irgendein Hydro. XQ. Deswegen schau wir Laden oder Farina. Ja, ja, ohne Yelan wird's halt eher XQ. Nein, Spaß. Ja. Und Farina will ja nicht abgeben. Verständlich. Wie baue ich Ding? Cookie. Wer ist Ding? Verlieren. Und dann den E-Skill bitte leveln, weil sonst heilt sie nicht. Und den Fanboy? So wie Yelan einfach, mit Attack. Warte, was wäre sein optimales Pieces? Aufladerate will er viel oder nein? Ich auf C6 braucht er nur so 180. Das ist viel. Du also kriegst 60 durch seine Waffe und 20 durch sein Set. Soll ich bei den Pieces kein EM nehmen, weil er bekommt schon wieder die GM durch Nahida. Er braucht gar kein EM-XQ. In dem Team. Aber was ist dein Team-Deck? Er will Attack auf den Sans Loom haben. Ich meine, er macht Blooms, aber die Hyper-Blooms werden ja vom Cookie ausgelöst, deshalb braucht er kein Yen. Er ist drin, damit ich die Dendro-Cores bekomme, oder? Ja, aber nicht auslösen. Darum, er braucht kein Yen. Ja, warte, kann man die überhaupt mit ihm aus Versehen auslösen? Nein. Wie will ein Hydro-Character Hyper-Bloom machen? Mit ja, Milo, eben, aber sonst kann er keine Blooms triggern. Ja eben, deshalb meine ich so, warum sagst du dann zum Auslösen? Ich hätte gerade voll Schiss. Also das würde heißen, ich muss bei dem Team Skill haben. Ich hab gesagt, nicht zum Auslösen. Ah, gut. Digga, wirklich, dieser Klick ist so schwer. So isoliert ist dieser Double-Klick voll okay. Was will Cookie? Full EM einfach. Ja. Ja. Und Aufladerate dann? Nein. Was, nein. Aber keine HP wäre nice, wenn du es in Substats bekommen kannst. Ja. Ah, so. Und welche Talents einfach nur E-levelig. Ja. Ja. Und sogar ziemlich viel, weil Full EM heilt sie nicht allzu viel sonst. Okay. Und ich hab sie aber nur C2. Hahaha! Mann. Schade. Das kann so schön. Egal, aber C2 ist schon C2 das, ist das Wichtigste. C4 ist nur noch wichtig, wenn du mit Key spielst und dann C6 ist einfach nice, damit sie nicht one-shotted wird. True, ja, Digga, das hat mich also so häufig gerettet, als ich mein Forstars Only Run gemacht hatte. Aber C2 ist gut. C2 ist das Wichtigste, ja. Oder ich hab Cookie nice. C6, oder? Ich glaub schon. Ich erinnere mich daran auf jeden Fall, dass ich häufiger mal auf 1 HP war mit ihr. Oder mit irgendeinem Okay, Charakter. Dann habe ich Cookie. Das heißt, alles was ich mache ist halt einfach. Und warte, ihre I hat genug Electro, dass es Hyperblooms macht. Ja, der hat ja die beste Electro-Application so für Hyperblooms. Ah, stimmt, deshalb ist die Tour auch so wichtig, weil dann die AoE viel größer ist. Nein, 3 Sekunden verlängerte Skill. Yeah. 100% Uptime. Ach, echt? Ja. Ich dachte, die AoE ist vergrößert. Nein, das ist mit der C1 auf ihrem Elemental Burst, aber das juckt nicht. Es ist eigentlich schon krank, dass wir Constellations auswendig können. Ich meine, bevor schon. Ja, auf den wichtigen, die wichtigen Constellations. Ja, so trotzdem ist es krank, wenn man so nachdenkt. Es ist trotzdem krank, wenn wir aber die meisten davon auswendig können. Ja, und die wichtigen. Ja, das stimmt. Aber so keine Ahnung, was Noelle's C4 oder so macht. Ja, okay, das stimmt. Ich glaube sogar, ich weiß es. Wenn das Shield kaputt geht, dann kriegst du ein bisschen extra Damage, Geo. So Scaling 400% oder sowas. Oh nein. Okay. Ja. Exakt. Nein! What? Oh no. Ich weiß es wirklich. Du hast auch, fuck, auch manuell gespielt. So. Das stimmt. Ich hab dann so okay mich gefragt, was ist das für ein Riesenhit? Eigentlich Premier C6. Okay, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wahrscheinlich mehr Physical Damage. Okay, ich schau kurz nach. Warum Physical? Ja, weil ein Physical Character ist. Yula minus. Yula minus. Aber Razor plus. True. Also seine C6. Oh Gott. Wahrscheinlich so Crypto. Oder? Ja, 36%. Oh mein Damage. Gott! Ich wusste es aber nicht, das war geraten. Das war so. Ja, aber das sind die meisten C6, so dass er doch auch gesagt auf einem DPS heutzutage. Ich hätte so gesagt, entweder Normal Attack Speed oder Crit Damage. Und Attack Speed.
Kriegt der auch Attack Speed? Oder hast du gesagt, warum? Nee, ich hätte jetzt nicht normal Attack Speed gedacht. Ja, das ist ja auch schon so aus der Situation. Den Fehler dürfen sie nicht nochmal machen. Welchen? Bro, Dilu kannst du so weh. Ja, alles nach C2 ist dann zu lösen. C2 Dilux sag ich nur auf dem Kasu-Account. Okay, nein, C2 kann ist noch ein. Macht noch was, aber es ist trotzdem nutzlos. Ja, ja, es macht noch was, aber nach C2 macht nichts mehr etwas, weil es für Non-Plan-Stims ist. Ja, was macht C2 denn? C2 gibt ihm 10% Attack und Attack Speed, aber wenigstens bekommt sie 10% Attack. Aber er muss dafür gehittet werden. Ja, okay. Ja. Wow. Nein, wenn he takes damage, funktioniert das nicht auch mit Freena. Nein. Das zählt nicht als Damage. Nee, es gibt sogar noch so etwas Drittes. Und zwar, was auch immer Daya mit sich macht. Das ist nochmal etwas anderes. Darum ist sie die Einzige, der dieses scheiß Nilo-Set triggern kann. Aber halt den Full-Piece-Effekt. Wo Rukashas Glow hast, oder? Ja, genau, den Scheiß. Was macht das Full-Piece überhaupt? Wahrscheinlich Attack, Elemental Skill und du hast... Ja, 20% war es jeweils, oder? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall schlechter als Emblem, sogar auf Daya da oben. Ja, schon. Will Nahida in diesem Team auch Laderate? Was ist? So ein bisschen, maybe, so 20% vielleicht. Okay, das ist gut. Als Goblet gebe ich hier dann IM auch. Ja. Ja. Hätte ich jetzt gemacht. Ich meine, es ist in etwa gleich gut wie Dendro Damage Bonus. Ja, aber ich bin lieber von EM, weil dann bekommt mein Team auch EM, dann ist es ein bisschen einfacher zu spielen. Ja, fair. Na, wobei, ich habe einen Dendro Damage Bonus Piece, es ist zwar nur Freeliner, aber es ist Onset und es hat Crit Rate, Energy Recharge und EM. Oh, das klingt sehr gut. Kannst und ja es mal hat noch schauen, ob es oh nein, es hat Flat Defense dazu bekommen. Wenn es Full EM wenn geht. Wenn es noch levelt. Okay, es geht einmal EM von 21 auf 40. 19 Low Roll, Sash, aber. Bester Stat. Warte, dann schaue ich mal, ob ich noch Piece hab, die Sacrifice. Ich hab zweimal verkackt bei dem Pillar Defense, weil ich in der Nilo-Team gespielt habe. Ich wechsle auf Navidad und hab's in 22 Sekunden den Gegner Limit erreicht. Und das hat 0% Damage genommen. Nice. Ja, es ist Full Energy Recharge und EM gegangen. Jetzt habe ich 82 EM und 10 Energy Recharge. Das ist gut, sage ich. Vielleicht besser als den Goblet, wenn den Goblet nicht Double Crit hat. Ich habe kein Goblet gehabt davor. Ich meine EM Goblet. Also nehme ich es einfach. Ja, das ist sehr gutes Piece. Aber das ist sehr, sehr gut. Aber wenn ich jetzt Ding genommen habe, Crit... Ja, ne, wenn ich jetzt Daniel damit Bonus genommen habe, soll ich dann auch ein Crit Rate? Nein, das ist egal, das ist unabhängig voneinander. Okay. Außerdem könntest du da schon fast eher Crit Damage nehmen, sonst hast du zu viel Crit Rate und zu wenig Crit. Aber bist du dir sicher, dass ich nicht einfach Full EM will? Du kannst beides machen, es ist gleich gut. Wirklich, der Unterschied ist so minimal. Du kannst auch Crit und Dendro Damage Bonus machen, das ist so 2% besser. Oder so. Wenn du die gleiche Anzahl an Substats hättest. Also es macht wirklich keinen Unterschied aus. So ein Nahida-Bild generell macht kaum einen Unterschied. So, solange sie Deep Wood hat, macht sie so 90% von ihrem Job. Also ich hatte davor ein Offset halt. Das hat mir halt 14 Crit Rate und 12 Energy Recharge. Jetzt kannst du dafür was anderes Offset nehmen. Ja, aber glaubst du, das wäre besser gewesen? Weil halt die Naja, Dendro Damage Bonus ist am Ende des Tages immer noch besser. An und für sich. Aber es ist halt sehr, sehr wenig. Viel besser. Warum hat KW eine Pose bekommen? Was ist das? Was? Wie viel EM will denn nach jeder so haben am Ende? Warum hat KW eine Pose bekommen? Das verstehe ich so auch nicht. So bei dem Imaginary im Vierten. Ich meine, Yalan, nice. Yoimiya, auch noch nice. Aber dann Keya und KW. Das ist für die Mädchen. Das sind große, tall male Charakter und der eine ist auch noch schwul, das heißt. Das. Nee, es ist wirklich so. Es ist ja nicht mal irgendwie abwertend gemeint. Es ist einfach so. Die stehen darauf. Ich meine, was denkst du, weshalb es auch so viele Dido-Kea-Chips gibt?
True. Und Kawaii erhalten. Ja. Bro, Kawaii. Oh Gott. Ew. Ah, Zodiac. Bis ich Zodiac schaffe, Digga, das wird. Da sind Jahre vergangen. Du hast doch ein Bild gesehen, wo zwei Kawais waren mit Ding. Ja. Das war ich. Oh no. Alter. Ich bin seiner Welt gejoint und hab so getan, als wäre ich ein KW-Main. Er hat's nicht gemerkt. 30.333, nice. Bild kein KW, was macht er? Bildet KW. Schade. Ja, vor allem, ich hab ihm auch gesagt, lass es, es funktioniert. Eben, ich auch. Er will das immer. Warum schreibt er mir überhaupt, wenn er es dann eh nicht macht? Ich meine, er will gesagt, einfach nur gegen den Strom schwimmen, sag ich, Leute. Das ist es. Ja, das benutzt er auch, Albedo. Okay, schon, keiner True, ja.